Wie lange bleibt uns die Inflation erhalten, Herr Otte? Im Augenblick liegt sie bei fast 9%. Rauf oder runter in den nächsten 12 Monaten? Wir haben jetzt die Ketchup-Inflation, vor der ich und viele andere schon lange gewarnt haben. Es hat länger gedauert, als wir dachten, aber jetzt kam sie im letzten Jahr dann aufgrund verschiedener Auslöser tatsächlich in Masse. Und natürlich haben wir massive Geldüberhänge, Kaufkraftüberhänge in unserem westlichen Wirtschaftssystem. Und das heißt, dass wir grundsätzlich über längere Zeit, also über mehrere Jahre Inflation haben werden. In welcher Höhe weiß ich nicht. Auch in den 70ern ging es ja mal rauf und runter. Das ist bei Fieber so. Inflation ist vielleicht die Fieberkurve der Wirtschaft. Und das geht mal rauf, mal runter. Aber aus meiner Sicht ist man gut beraten, wenn man damit rechnet, dass wir die nächsten 3, 5, 6 Jahre doch eine signifikante Inflation haben. Also Geld auf dem Bankkonto wird sicherlich sehr viel weniger wert sein.